Herzlich willkommen hier von meiner heimischen Terrasse. Das hat einen Grund. Der Robert und ich sind über Dänemark, über Friedrichshafen, rüber nach Schweden, Göteborg und runter bis nach Malmö gefahren, über 8 Tage. Und die ersten 2 Tage Dänemark fehlen mir aufgrund technischer Auseinandersetzungen mit meiner neuen Actioncam. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir mittendrin starten. Komoot hat uns wieder durchs Gebüsch geschickt und da haben wir gerade so knapp überlebt und rausgefunden. Nicht wundern, auf dieser ganzen Tour werdet ihr kein Gepäck auf dem Fahrrädern sehen, denn wir hatten quasi ein Begleitfahrzeug. Bekannte von uns sind mitgefahren, die sind mit dem Auto vorgefahren oder haben sich andere Sachen an dem Tag angeguckt und abends haben wir uns dann zusammen an einem Spot getroffen und haben dann den Abend verbracht und dort dann vor Ort geschlafen. Meistens Shelter oder mal Zelt und so weiter und so fort. Also, die ersten 2 Tage waren recht öde. Wir sind da an der Landstraße längs gefahren, eigentlich die ganze Zeit. War nichts Besonderes. Der erste Shelter war ganz cool. Das war so ein 2-stöckiges Riesending mit innen drin Feuerstelle und so weiter. Ja, und wenn ihr Bock habt auf den Zweiteiler, der erste Teil geht über Dänemark, der zweite über Schweden, dann bleibt dran und ab geht die Post. Deine strengen Planung für den Arsch. Alter, erst nur Straße und jetzt Todesstreifen hier. Krass. Oh. Mitten in der Wildnis, mittendrin. Hier ist gar nichts mehr. Gar nichts, nicht mal einen Weg mehr zu sehen. Und Komoot sagt, hier geht's lang. Richtig geil. Abenteuer hin und her und in den letzten Urwald zu schicken, ist richtig geil. Wir haben den selber Weg wieder rausgefunden da. Und jetzt versuchen wir in die nächste Stadt zu kommen. Erstmal Mittagessen und Wunden lecken. Alter, richtig toll. Man sollte sagen, wenn der Weg zu Ende ist, sollte man nicht weiterfahren. Irgendwie. Naja, man lernt es nicht. Man lernt es nicht. Ja, wir sind jetzt, wo sind wir jetzt? In Harzen. Harzhals? Hartenhals? Haxen. Haxend. Wir sind jetzt in Haxend. Keine Ahnung. Dritter Tag, dritter Burger. Wir haben jetzt 70, müssen noch 50. Und jetzt fahren wir weiter. Ab geht die Post. Kommt das Unwetter. Da. Vielleicht können wir noch den Schlüpper waschen. Boys. Guck mal, da sind schon wieder Robert seine Kühe. Alle Kühe. Komische Kühe. Ich habe die Annas in Erinnerung. Ohne Fähre, da wollen wir rauf.
Fähre. Mal gucken. Aber die ist, glaube ich, auch gerade da. Ja, wenn wir so weitermachen, schaffen wir noch Roberts Rekord heute, ne? Ach, das weiß gar nicht. Dein Rekord? Was war das genau? Ich glaube, der lag bei 125. Da müssen wir noch mal leider einen Kilometer weiterfahren. 400 Drehungsdorf. Ja, da müssen wir noch mal, damit er die 126 schafft. Ja, das, die 125, da habe ich ihn auch ganz schön verarscht. Da habe ich ihn rangelockt. Da habe ich gesagt, so, jetzt bist du da, jetzt fahren wir noch mal essen. Und als wir mit dem Essen fertig waren und wieder zurück waren, an der eigentlichen gespotteten Schlafposition, habe ich gesagt, ich will da nicht schlafen. Wir wollen da schlafen, weil da Party war und so, ne? Ja, dann muss er nochmal auf den Bock. Und nochmal, ich weiß gar nicht, was war das, 15 Kilometer? Ja, irgendwie sowas. Ja, irgendwie so. 15 Kilometer muss er nochmal wieder fahren. Ja, so kriegt man auch seine Kilometer. Aber da war, glaube ich, ganz schön stickig auf mich. Ja, und das war schon die Fährfahrt. Jetzt stehen wir schon wieder, die Fähre fährt schon wieder zurück. Und hier hinter uns seht ihr nochmal so dicke Eisbrecher, habe ich auch noch nie in live gesehen. Die sind auf jeden Fall eindrucksvoll. Tada! Willkommen! Willkommen! Ist doch geil hier. What? Nice! Hey, jetzt suchen wir so die anderen beiden, die sind wahrscheinlich da hinten auf dem großen Parkplatz. Da düdeln wir mal hin. Also hier ist definitiv, wenn hier jetzt keine Schulklasse mehr kommt, Platz für uns. Ruhe. Und ich glaube, hier kann man richtig gut schlafen. Jo, ab geht die Post. Frisch geduscht, weil hier hinter uns sind Toiletten. Und ihr seht, der Daniel steht da auch noch so tapfer drin und zeigt sich. Hier waren auch Duschen. Ich meine, es ist an der Ostsee direkt. Traumhafter kann es gar nicht sein. 500 Meter weiter sind die Shelter, die sind leer. Da packen wir uns hin, richtig geil. Habt ihr auch schon gesehen. Jetzt holen wir uns noch ein Eis. Dann geht's da hin. Ja, und dann Essen fassen und den Abend genießen. Ne? Heute sind wir auch Tatsache mal ein bisschen früher dran. Ja, und heute können wir dann auch mal entspannt an die ganze Sache rangehen. Die Nacht war gut. Es hat sich doch deutlich abgekühlt jetzt. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Wir haben es jetzt bewegt. Gut. Es sollte eigentlich aber schon regnen. Ja, jetzt werden wir mal frühstücken, alles zusammenpacken. Und dann geht's gut. Gut in den Start, wollte ich gerade sagen. Gut in den Tag. So. Ab geht die Post. Ja, alltäglicher Wahnsinn. Aufgegessen, aufgebrochen. Die beiden packen noch den Rest ein. Der Robert ist auch schon wieder nervös und startklar. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg. 50 Kilometer heute. Also ganz entspannt. Wir wollen nachher noch aufs Auto umschwenken und dann gucken wir uns noch vielleicht in Skagen da oben am Zipfel noch ein paar Robben an. Wenn dann das Wetter mitspielt, weil ihr seht, Suppe heute. Wir machen uns auf den Weg, die Muskeln einfahren und dann heute Abend ins Hotel. Ja.
gleich. Dann zeige ich uns mal das Wetter, dass auch anders kann. Schön den Wind in die Fresse rein. Und angespuckt werden wir auch noch. So, apropos, ich wollte euch mal das Hotel zeigen. Hier, wenn ihr da groß seht, Wäscheleine. Ne? Hier Robert und ich. Ja, okay. Da ist kleines Bad. Und da, ja, ist genauso wie auf der anderen Seite. Haben wir hier Licht? Ne, haben wir nicht. Ist egal. Ja, also, aber für eine Nacht, ne, ist das schon ausreichend und man kann schlafen. Genau. So. Das ist quasi unsere Unterkunft hier. Günstig, ausreichend. Okay. Und ich glaube, einmal über die Straßenseite und schon sind wir an der Fähre. Also, wir sehen uns morgen früh.